Mit einer überragenden Leistung führte Kawhi Leonard die Toronto Raptors zum Sieg bei den Milwaukee Bucks. Nach dem 105:99 führen die Kanadier in den Eastern Conference Finals mit 3:2 und sind nur noch einen Sieg vom Finaleinzug in den NBA Playoffs entfernt. Leonard, dessen Team schon 0:2 in der Serie zurückgelegen hatte, kam am Ende auf 35 Punkte, 7 Rebounds und 9 Assists. Dabei versenkte auch noch 5 seiner 8 Dreierversuche. Bucks-Star Giannis Antetokounmpo war mit 24 Punkten bester Werfer seines Teams und konnte dessen dritte Niederlage in Folge aber nicht verhindern. Nach dem ersten Auswärtssieg im Osthalbfinale der NBA haben die Raptors nun die Chance, mit einem weiteren Erfolg in der Nacht auf Sonntag in die Finals gegen die Golden State Warriors einzuziehen. Es wäre das erste Mal, dass die einzige Franchise aus Kanada die Endspielserie der NBA erreicht. Let's block it's, why?